So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. In der letzten Folge haben wir eine Schlüsselkarte gefunden, die uns in ein Waffenlager bringt. Das klingt doch ganz interessant. Und jetzt werden wir dort reingehen. Hallo! Aua! Er rennt mich um. So der Dreckstag. Töte es mit Feuer. Tötet sie, bevor sie Eier legen. Ups. Ach, hier geht's hoch, glaube ich, oder? Ja. Nee, hier geht's lang. Warte. Muss nur dieses Rätsel hier schnell lösen. Kannst du das denn? Ja. Hab's gelöst. Jetzt gehen wir hier durch. Ah, hier waren wir doch auch schon. Aber jetzt kommen wir hier rein. Wow. Diese Waffe, die ich hier habe, die zerfickt einfach alles. Das ist diese, die wir von der Quest her bauen mussten, ne? Ja, genau. Wo ich mich nachladen? So einfach ist das, meine Freunde. So ein Haufen Gegner. Ups, warte, hier ist noch irgendwas, was ich nicht aufnehme. Das ist nur Munitionsclip, okay. Oh, ein Aufzug. Selten in diesem Spiel. Passt ja aber zum Militärbasis-Setting. Aufzüge. Wenn hier alles in den Berg reingegraben ist, dann müssen da ja viele Aufzüge sein, ja. Energiestörung. Ach, hier. Jetzt rein und dann können wir hier rein. Wow! Warteten die hier auf? Wie kommen die hierher? Ich dachte, die haben die Schlüsselkarte nicht. Das ist jetzt unlogisch. Wenn man hier auch ohne Schlüsselkarte reinkommt, wieso haben wir die überhaupt besucht? Ach nee, nicht schon wieder. Das ist halt, wenn man jahrelang fürs Militär arbeitet, ist man irgendwann zu breit für die Tür. Besonders wenn man gegen außerirdische Nazi-Zombie-Delfine kämpft. Das ist wohl so. Ein wahres Wort. Hallo, sind wir mal da? Geht doch. Seid still. Wow. So, okay, das war's. Wo sind wir wahrscheinlich doch hierher?
Smartgear, Medipack. Wir nehmen natürlich alles mit, diese ganzen Teilboxen. Ich muss mal eben ganz kurz was aus dem Impf rausschmeißen, ein bisschen von den Phase-Packs. Ja. Was? Vielleicht mal zu einer Bank hin. Was schon wieder? Ups, mein Fehler. Was ist denn überhaupt dieser? Stasi-Schüsse haben einen größeren Radius. Brauchen wir doch gar nicht. Aber so mal. Guck mal, hier ist jetzt. Guck mal, hier können wir jetzt wahrscheinlich reisen. Jetzt haben wir das Waffenlager freigeschaltet. Mit Sicherheit ist das so. Ich wüsste nicht, warum wir hier nochmal hin sollen. Keine Ahnung. Ja, Waffenarsenal. Vorratslager verriegelt. Archäologie wollen wir hin. Auch verriegelt. Merkisolierung? Warum ist denn das alles verriegelt? Ziel ist gesperrt. Kannst du auch nicht E drücken oder so? Nö. Dann müssen wir vielleicht diese Tunnel irgendwie noch öffnen. Kann man diese Tunnel hier öffnen? Glaube ich nicht. Ja, seltsam. Und dann können wir jetzt zurücklaufen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Warte, hier ist noch ein bisschen Altmetall. Ja, stopp, warte mal. Hier sollen wir reingehen. Vielleicht müssen wir diese Schnellreisestation noch später irgendwann freischalten, noch irgendwie, keine Ahnung. Mit Sicherheit, irgendeinen Sinn werden sie wohl haben. Wir müssen hier gerade durch. Ich weiß. Kommen wir hier nach draußen? Wo sind wir denn dann? Was? Bewegt sich diese Wand hier auch bei dir? Ja, das ist doch nur ein Stoff. So, das ist. Jetzt sind wir hier schon. Korrekt. Hast du jetzt die Hauptquest wieder drinne? Ja, und automatisch rein. So. Stimmt, ist ja nichts anderes mehr über. Grabungs- und Bohrstätte. Ach, hier sind war hier der. Sind hier wieder Typen, die sich Hals schneiden? Nein. Aber es sind halt Necromorphs da. Und Headcrabs. Headcrabs. Ich fang hier gerade, deswegen leben die jetzt, die hier gerade lagen. Ich werde Nazi-Zombie. Mach mal die Unterhose hier besiegen und jetzt ist vorbei. Ja, da müssen wir hoch. Habe ich Grafikfehler gerade? Zum Glück sieht das keiner. Aufzug nehmen. Für dich. Hallo? Hallo. Wir wollen hoch hinaus. Sind gleich da. Herr Krabs. Herr Krabs Bastarde. Ja, hallo? Er schafft es trotzdem noch. Und da ist er sofort wieder tot. Scheiß Headcrabs. Da hinten lebt noch gleich einer wieder. Ich glaube, man kann die erst töten, wenn die wirklich aufgestanden sind. Lebt sie am Schuh. Sagst du es? Hey Leute, bin wieder da.
Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Wir müssen doch hier hoch, oder nicht? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpune. Ja, ja, das ist doch eine Bank. So ja, dann kann ich meine neue Waffe noch modifizieren. Sehr schön. Ich gehe hoch. Und zwei Sucherbots sind zurückgekehrt. Neu. So, was kann der? Oi. Kontaktstrahl, ein Klassiker. Wandler für aufgeladenes Plasma mit Bodendefraktor. Sowas wie du jetzt hast. Der schießt mir eine Kugel und die fällt zu Boden und explodiert dann. Ja. Macht wahrscheinlich extrem viel Schaden, aber ist hier bei den schnellen Gegnern, glaube ich, nicht so praktisch. Ne, glaube ich auch nicht. Okay, verbessere Waffen mit Upgrade-Platinen. Ja, das wollte ich. Gehen da. Diese Waffe kann nicht modifiziert werden. Oh. Na, dann hat sich das ja wohl erledigt. Ist ja blöd. Will hier aber modifizieren, Manu. Oh, was ist das denn? Eine Stasis ver... eine... Pitch Black 392. Teamfavorit. Eine Stasis-verstärkte Maschinenkanone plus Energiekanone, modifiziert, um Gegner mit jedem Schuss zu bremsen, wird mit gesammelten Teilen hergestellt. Ich gebe mir nur noch 100 Punkte. Der verlangsamt anscheinend alle Gegner, das finde ich extrem cool. Ich glaube, die baue ich mir. Ja, aber erst in 100 Punkten. Also los, komm. Ja, ist doch gut. Echt ist gut, echt ist gut. Verdammt nochmal. Geh nach rechts. Nee, nach links. So. Nach links zu der... Links hier. Aktivieren. Bäh. Hast du schon geschossen mit der Harpune? Ich hab ja gar keine. Ach da, hinten ist noch einer. Oh. Ja, hallo, mein B zeigt mir an, dass ich in den Aufzug reingehen soll. Da hinten zu der Harpune, dann musst du die da reinschießen und dann musst du hier dran drehen. Jetzt an der Harpune. Hier dran nicht drehen. Wieso? Jetzt wieder rüber? Willst du runter? Nee, ich gehe jetzt zurück zum Aufzug. Wir müssen da doch hinfahren. Hast du dran gedreht? Ich konnte an meiner Harpune machen. Ich schau mir das nochmal an. Ich konnte an meiner Harpune nicht drehen. Ich kann an deiner Harpune drehen. Ich konnte es gerade nicht. Ja, ja. Ja, ja. Gemein. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Mag ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Hm. Käfig. Ziel hinzugefügt. Die Körperhöhle betreten. Hallo? 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 Also, Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Ping! Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Okay, du hast die Dingswaffe, also musst du gucken, dass es Pling macht. So. Synapsen suchen. Das Zielsystem der Versuchsobjektsonde scheint auf die bioelektrischen Signale der Versuchsobjekt-Synapsen eingestellt zu sein. Ich muss ein paar dieser Synapsen finden und eine Sonde hineinschießen, um die Informationen aus den neutralen Netzen der Kreatur zu extrahieren. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer.
Das war wohl falsch. Ich glaube nicht, dass hier direkt am Anfang so ein Teil ist. Warum schießt du da in die Wand? Weil das hier piept, wenn ich hierher gehe. Ja, aber du musst dem ja erstmal folgen. Ich bin dem gefolgt. Hier, da vielleicht? Vielleicht mit Leertaste, dass du dann an einen anderen Dings? Nee. Ich hab kein unteres Tool. Hallo? Scheint falsch zu sein, was du da machst. Aber hier piept das! Gut, dann gehen wir mal da rein. Da vielleicht hin? Aha. Das ist ja unauffällig. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Da? Du brauchst doch kein Ping für. Nichts. Muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Ich habe jetzt auf 4 Dinger geschossen, da muss doch wohl was dabei sein. Was? Nein. Kann man ja aber auch so ohne Probleme sehen. Falscher Knoten. Muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Wow! Praktisch? Das wird uns doch eh auffressen. Da ist ein Aufzug. Komm rein da. Freaks! Ein Gegner. Der Aufzug vom Anfang. Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Dieser Bewegungssound ist echt eklig in diesem Vieh. Das ist ein intensives Piepen. Da ist noch so ein Ziel. Hier, da. Okay. Da, auf beide geschossen. Und holt mich. Hier ist noch ein Drittel. Ja, genau. Jetzt kommen hier wieder Viecher bestimmt. Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Stimmt, ist das Signal schon lange in Ordnung. Verarschen uns nur. Da. Wow, wow, wow! Da, ich hab das Teil. Hast du das eben nicht gesehen? Richtig, es hat funktioniert, es hat funktioniert! Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Hast du das eben echt nicht gesehen? Was war denn da? Ich auf einmal Bilder wurden eingeblendet von riesen, von diesem riesen Markerturm und sowas. Nein. Alles war rot. Jetzt erlebst du wohl deinen Psychotrip. Ich hatte meinen ja schon. Wow. Komm in den Aufzug rein. Oh, ey.
Wow. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Bin drin. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Und da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten fette Ausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich. Kannst um du dafür? Und Ellie. Ja. Fehlt da bei dir noch was? Ich lebe. Bitte? Erzählt er bei dir noch was? Ja. Warum höre ich das nicht mehr? Keine Isaac, Ahnung. Wir treffen uns an der Feldwand. Alles klar. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben? Dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Arschloch. Hurensohn. Wir haben doch so Plasmawaffen. Als ob wir damit den Käfig beziehungsweise mit unserer Stase da einfach den Hebel betätigen können. Mein Signal gestört. Gibt's auf? Nö. Ja, so. Doch auf! Oh! Super unnötig. Und damit beenden wir auch die Folge. Der gute Parkplatz muss anscheinend noch etwas Schlaf nachholen. Oh, ich muss extrem viel Schlaf nachholen. Oh, leck mich da. Wird in einem offenen Käfig eingesperrt. Haut rein. Bis dann.